jetzt. Peinliche Eltern, nervige Geschwister, eben eine ganz normale Familie. Live Bites, gleich bei Kabel 1. Jetzt kommt Werbung. Mach dein Ding mit Georgs Schuhen, leg dich aus und fühl dich frei. Georgs Schuhe können atmen, machen dich so mega cool. Das Internet am Handy liefert unendlich viel Gesprächsstoff. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day. Daher gibt's ab sofort mit Fairplay alle Gespräche, alle Netze und jetzt auch das ganze Internet am Handy für 25 Euro. T-Mobile. Hey, der Georg Sommer ist da. Beim Kauf eines Paars Georgs Kinderschuhe gibt es ein Magic Game kostenlos. Promotion gültig bis zum 15. Mai in den teilnehmenden Geschäften. Die Bedingungen sind auf georgs.com einsehbar. Werbung aus. Jetzt geht's weiter. Samstag. Neue Abenteuer von Ben 10. Ben 10 ist... Ein neues Alien? Echt cool. Na dann, zeig mal, was du drauf hast. Mehr Aliens, mehr Action und noch mehr von den bösen Jungs. Zeit für Helden. Die brandneuen Folgen von Ben 10 sind da. Jeden Samstag um 9 Uhr. Nur im Cartoon Network Block bei Kabel 1. Volle Kraft voraus mit euren Lieblingshelden. Alles Gute kommt von oben. Spider-Man. X-Men. Die Fantastischen Vier. Moncoli Knights. Wer sagt's denn? Jetix. Immer Sonntagvormittag bei Kabel 1. It's Disney Time. Diese Helden halten euch auf Trab mit ihren verrücktesten Tricks und den lustigsten Gags. Darkwing Duck. Captain Baloo. Disneys Aladdin. Timon und Pumba, Lilo und Stitch und die Dinos. Ja, super! Eure Lieblingsstars legen sich ins Zeug. Disney Time, immer Sonntagvormittag bei Kabel 1. Susa, wenn du die Welt weiterhin durch deine rosarote Brille siehst, dann färbt sich das bald auf deine Haarfarbe ab. Meinst du, ihm gefällt meine Haarfarbe nicht? Ich kann sie auch färben. Rot, orange, gelb, grün, lila, blau, indigo. Indigo? Du hast recht. Tom ist nicht oberflächlich. Er würde mich nicht nach dem Aussehen beurteilen. Was redest du da? Tom führt eine Top-10-Liste mit allen Mädchen, die er kennt. Ja, für Tagebuch? Oh, er ist so süß. Er ist einfach ein richtiger Mann. Harte Schale, weicher Kern. Wie ein Müsli-Riegel mit Schokofüllung. Susa, mach die Augen auf. Mein Bruder ist ein verwöhntes Kind, das nur an sich selbst denkt. Und an Fußball. Oh, Tom. Hoffnungslos. Das Spiel fängt gleich an. Das Spiel fängt gleich an. Du mieses, kleines Löffelstück. Ich überlebe das nicht. Wie sensibel und empfindsam er ist. Schau, das meinte ich mit Schokofüllung. Ich geb's auf. Komm, ich hab's endlich drauf. Was hast du endlich drauf, ohne Teddy einzuschlafen? Quatsch. Das kann ich schon seit letzter Woche. Nein, ich meine, ich kann endlich Ball hochhalten wie ein echter Profi. Aha, ich sehe die Schlagzeile schon vor mir. Ronaldinho auf die Ersatzbank. Uli kommt. Ja, mach dich nur lustig. Ich zeig's dir. Ja, und was ist dein persönlicher Hochhaltrekord? 2 oder sogar 3? 100. 100? Ich werd bekloppt. Ich verkauf dich an Real Madrid. So sieht's aus. Wenn du einen guten Preis rausholst, darfst du mein Manager sein. Okay, lass ihn, Uli. Oder besser, Ronaldinho. Wenn du heute noch was vorhast, sag's lieber ab. Hey, das kann ich den ganzen Tag noch machen.
Hey, ich bin's doch! Ulidinho! Wahrscheinlich hatte er heute doch schon was vor. Der Stau kommt mir gerade recht. Was genau soll das werden? Oh, meine Güte, so ein Riesenaufstand wegen so einem kleinen Spiegel. Hör mal zu, kleines Fräulein, ja? Wer von uns beiden fährt hier, hm? Ich. Und ich wünsche meinen Rückspiegel in einem Winkel, bei dem ich die optimale Übersicht habe. Oh, schon gut. Braves Kind. Na, noch mehr. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch mehr. Ah, so ist perfekt, ja. Papa, das ist doch viel zu weit. Nein, 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 das ist perfekt so. Entschuldigung, aber wie kannst du da bitte noch nach hinten sehen? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht, aber nach innen. Nach innen. Nach innen, damit ich meine Nase besser sehe, wenn ich im Stau stehe. Oh, wurde aber auch allerhöchste Zeit. Ich gehe den Rest zu Fuß. Oh, okay, Lina, bist du bereit? Bist gleich dran. Trainer, haben Sie gerade Nina gesagt? Oder war das so ein Name, der so ähnlich klingt wie Nina, aber nicht Nina war, weil sie nie Nina sagt, wenn es uns einwechseln geht? Ich habe Nina gesagt und ich habe auch Nina gemeint. Warum? Bist du nicht fit? Fit? Superwurm ist unfit gegen mich. Das ist der größte Tag in meinem ganzen Leben. Ich danke der Academy und allen meinen Freunden und meiner Familie, die mich immer unterstützt haben. Also, noch ein paar Tipps, pass mal auf. Sicher, Trainer, was immer Sie wünschen, Trainer. Du weißt ja, Kraft und Präzision, ja? Du musst stark sein, aber auch präzise. Du bist für das ganze Spielfeld verantwortlich, ja? Also, schnell und präzise, ist das klar? Glasklar, sonnenklar. Und denk dran, klar? Kraft und Präzision. Kraft? Und Präzision, ist klar. Okay. Schiri, Auszeit! Los, Nina. Lauf! Aber während der Auszeit? Ja, während dem Spiel kannst du ja schlecht putzen, ne? Also, Kraft und... Präzision, ich werde es niemals vergessen. Haushalt. Ihr wollt echte Männer sein, Jungs? Trinkt Dino-Cola. Dino-Cola nur für echte Männer. Ich will sofort eine Dino-Cola. Unfassbar. Ihr Jungs seid alle gleich. Ein hübsches Mädchen, schwupps, fallt ihr sofort zurück in die Steinzeit. Dino-Cola nur für echte Männer. Dino-Cola. Du, Nina, ich geh mal schnell für Tom eine Dino-Cola kaufen. Spinnst du? Wir sind Mädchen und nicht so Rübennasen wie die. Wir Frauen haben Würde. Wir können doch nicht jedem dahergelaufenen Typen einfach hinterher schmachen. Hi, Leute, störe ich? Oh, hi, Tim. Tom, sorry, aber hast du... Oh, keine Sorge, ich kümmere mich um dich. Na komm, setz dich aufs Sofa, du bist ja ganz müde und abgespannt. Willst du ein Glas Orangensaft oder eine Dino-Cola? Ich kann dir auch ein Kissen aus dem Schlafzimmer holen, dann sitzt du bequemer. Oder du gehst gleich ins Schlafzimmer, da liegst du ganz bequem. Also, ich hole dir jetzt mal dein Wasser. Ich bin gleich... Oh, wieder da. Dauert nur ein bisschen länger. Sehr würdevoll, muss ich schon sagen.